Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This War of Mine. Und es wird kalt, mein Zweter, und sie hat auch etwas zu erzählen. Tag 27. Warum hat Bruno das getan? Gab es keinen anderen Weg? Naja, entweder du wirst verhungern, oder wir müssen solche Dinge tun. Da führt leider wirklich kein Weg dran vorbei. Und auch die Arika nimmt das nicht so positiv auf. Tag 27. Werden sie die Sachen, die Bruno von ihnen genommen haben, ersetzen können? Ich werde es schaffen, koste es, was es wolle. Okay, Bruno scheint zuversichtlich zu sein. Was sagt denn der Roman? Ich kann es Bruno nicht übel nehmen, dass er aus der Autowerkstatt gestohlen hat. Ich hätte dasselbe getan. Okay, anscheinend ziemlich geteilte Meinung. Und jetzt müssen wir gerade mal schauen, wer ist denn sehr... Was? Sveta ist leicht krank? Oh. Weil es immer noch so kalt hier ist, wir müssen direkt mal dafür sorgen. Oh, Bruno sollte sich mal ins Bett legen. Arika ist jetzt endlich nach... Was weiß ich, wie viele Folgen endlich wieder fit. Oh, und die könnt ihr gleich mal schauen. Es gibt... etwas zu holen bei unseren kleinen Fallen. Und auch Schnaps haben wir fertig gebrannt. Ups. Oh, okay, wir können natürlich auch gleich weiter herstellen. So, und wir legen am besten gleich nochmal einen Köder aus. Oh, nicht mit dir, Roman. Arkas Magen knurrt. So, was können wir denn für einen Köder auslegen? Wir nehmen... lieber das Fleisch. Die Konserven sind mir immer von Haus aus ein bisschen lieber. Die sind meiner Meinung nach auch wertvoller. So, und was haben wir denn noch alles? Wir haben jetzt ziemlich viel Bestandteile. Schnaps. Immer noch relativ viel Waffen, die wir umbauen können, beziehungsweise reparieren können. Da können wir gleich mal gucken. Wir bräuchten Waffenteile. Okay, wir sollten uns nächste Nacht nach Waffenteilen umsehen. Und wir brauchen unbedingt mehr... Oh, da ist jemand an der Tür. Da sehen wir doch glatt nach. Hey, ich brauche Hilfe, machen Sie bitte auf. Oh. Wir heizen gleich nochmal ein bisschen auf. Ein. Sonst Sveta könnte eigentlich zum Radio gehen. Arika legt gleich noch einen neuen Köder aus. Ich bin ja froh, dass es hier endlich mal wieder besser geht. Könnte ich sie kurz sprechen? Hey, sind das unsere Nachbarn, die uns damals was zu essen gegeben haben? Hallo, wir sind es wieder. Das Militär hat die Bombardierung in unserem Gebiet verschärft. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren behelfsmäßigen Unterschlupf im Keller zu verstärken. Wir haben die nötigen Materialien, wir könnten allerdings zusätzliche helfende Hände gut gebrauchen. Vielleicht können sie uns helfen? Ja, warum nicht? Auf geht's, Roman. Das ist ein Ding für dich, würde ich sagen. Und Sveta hat etwas dazu zu sagen. Tag 28. Dank uns werden unsere Nachbarn jetzt sicherer sein. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, ihnen zu helfen. So, gut. Das hebt doch auf jeden Fall mal die Stimmung. Und wir müssen unbedingt Medikamente in der nächsten Nacht suchen. Nicht, dass sie ernsthaft krank wird. Tag 28. Noch mehr Gräueltaten, die das Militär verübt hat. Heute Morgen ist eine Mörsergranate am bevölkerten Marktplatz von Pogoren explodiert und hat dabei viele Menschen getötet und verletzt. Oh. Am Marktplatz ist doch der Hauptplatz, oder? Vielleicht könnten wir da auch mal wieder vorbeischauen, fällt mir gerade ein. Die internationale Gemeinschaft hat sich darauf geeinigt, Friedenstruppen nach Pogoren zu entsenden. Die Operation soll in ungefähr 2 Wochen starten und man erhofft sich davon ein Ende der zerstörerischen Konflikts. Oh, das klingt gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch 2 Wochen durchhalten, dann kommt vielleicht sogar noch Hilfe. So, und es hat noch 11 Grad. Moment, was haben wir gebraucht, um das aufzubessern, den Ofen? Da kann jetzt die Sveta gleich mal nachschauen. Die Arika kann
den Schnaps, den wir gebrannt haben, gleich mal einlagern. Und sie hat auch etwas zu der Hilfsaktion zu sagen. Tag 28. Ich bin froh, dass wir uns für die Güte unserer Nachbarn revanchieren konnten. Eine Hand wäscht die andere. So, und dafür brauchen wir diesen Thermoregulator und ich habe keine Ahnung, wie wir den herstellen können. Habt ihr gehört, was das Militär in Gravia gemacht hat? Es ist recht kühl hier drin. Wir sollten über eine Heizung nachdenken. Na okay, wir heizen ja so gut wir können, aber wir brauchen anscheinend einen besseren Ofen. Weil 10 Grad ist dann doch leicht kalt. Ups. Jetzt habe ich mich direkt verklickt. Können wir noch einen? Ne, wir können nichts mehr herstellen. Wir brauchen noch Wasser und neuen Brennstoff. Die Arika könnte direkt schauen und ein bisschen Schnee schippen. Mir geht es nicht so gut. Ich glaube, ich habe Fieber. Oh. Okay, dann guck mal noch kurz, ob wir irgendwas herstellen können. Wir könnten eine Kräuterwerkstatt herstellen. Ein Tisch mit einfacher Ausrüstung, an dem wir Kräutermedizin, Bandagen und Drehtabakzigaretten für schlechter Qualität herstellen können. Wir können ihn aufwerten, um echte Medikamente und Zigaretten von guter Qualität herzustellen. Das wäre eigentlich schon nicht schlecht. Wie viel würde denn hier eigentlich die Aufbesserung kosten? Okay, das ist eindeutig zu teuer. Da sollten wir vielleicht erst den Kräutergarten anbauen. Und das ist auch viel zu teuer. Vor allem brauchen wir ja dafür die andere Aufwertung. Darum würde ich sagen, entscheiden wir uns jetzt einfach mal für die Kräuterwerkstätte. So, ist nur die Frage, wo wir stellen wir das denn jetzt hin? Vielleicht da so am Eingang ein bisschen? Ich glaube, das mache ich jetzt. Oh, aber Sveta, du legst dich jetzt erstmal ins Bett. So, und wir organisieren hier etwas Schnee. Sveta legt sich jetzt erstmal ins Bett und ruht sich etwas aus, würde ich sagen. Geht's denn eigentlich dem guten Bruno? Oh, der hat auch etwas zu sagen. Und der ist aber noch müde. Sie hätten auch ohne unsere Hilfe ihren Unterschlupf verstärken können. Ist wirklich nicht unser Problem. Ja, aber ohne uns hätten sie vielleicht Probleme. Große Probleme. Und immerhin waren sie diejenigen, die uns als erstes geholfen haben. Also käme ich mir irgendwie dabei richtig schlecht vor, wenn ich ihnen jetzt nicht helfen würde. Außerdem, wer weiß, was für eine Beziehung noch in der Zukunft daraus entsteht. So. Arika ist fertig. Okay, noch nicht fertig. So ein Pech. Uns sind die Zigaretten ausgegangen. Oh, Bruno ist ausgeschlafen. Okay, dann könnte er eigentlich was zu essen herstellen. Doch, Arika hätte gerne ein paar Zigaretten. Gut, dass wir unseren Kräutergarten jetzt aufbauen können. Obwohl wir dafür wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Zutaten brauchen. Vielleicht finden wir ja dann in der Nacht. Gott, wir brauchen unbedingt Holz. So wird das nichts. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Oh. Das kam jetzt plötzlich. Okay, wir könnten die Arika mal wieder zum Plündern mitnehmen. Sveta bleibt im Bett, weil sie ist krank und Bruno steht Wache. Gut. Wir könnten. Oh, wir können gar nicht zum Hauptplatz. Da ist so viel Schnee, okay. Ruhiges Haus haben wir schon. Haben wir komplett ausgeplündert. Doppelhaus ist mir zu gefährlich. Bombardiertes Haus. Das ist auch fast ausgeraubt. Zerstörte Villa. Hm. Ja, das ist halt auch ziemlich gefährlich. Wir könnten. Nein, Militärstützpunkt. Wir waren noch nicht beim kleinen Wohnhaus, aber das ist auch gefährlich. Ich glaube, wir sollten entweder zum Stadtkrankenhaus oder zum Wohnhaus.
ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Stadtkrankenhaus, weil wir haben hier auch eigentlich einiges. Oh, wir könnten, stimmt, könnten ein Sägeblatt mitnehmen, vorsichtshalber, und eine Brechstange. Wir können ja mit Schnaps handeln. Und ein bisschen Schießpulver vielleicht. Obwohl ich bezweifle, dass die das im Krankenhaus brauchen. Aber nun ja, lassen wir uns überraschen. Es soll noch in Betrieb sein. Vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Das werden wir gleich herausfinden. Und wie wir aus der vorigen Staffel wissen, ist das kein Gerücht. Da sind tatsächlich noch Leute. Moment mal. Kann ich da oben auf das Vordach klettern? Oh. Ja, kann ich. Oh, sehr schön. Was finden wir denn hier Nützliches? Okay, was... Sehr gut. Okay, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall hier rauf zu gehen. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ein bisschen Kräutermedizin erhalten. Für die Sveta, nicht, dass die ernsthaft krank wird. Okay. Oh, was? Wir sind schon so voll? Können wir die... Oh. Okay, was tun wir raus? Schießpulver. Okay, so. Dann können wir ja noch ein bisschen was erhandeln. Und den Schnaps dadurch loswerden. Dann haben wir wieder mehr Platz. Außer wir handeln natürlich... Oh. Bekommen dann noch viel mehr. So. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Guten Tag. Moment mal. Habe ich da unten alles durchsucht? Moment mal, das da hinten habe ich doch gar nicht durchsucht, oder? Ich zweifle gerade an meinem Gedächtnis. Ich habe doch hier nur zwei Haufen durchsucht, oder? Okay. Ich glaube, das ist ein Fall geistiger Umnachtung. Alzheimer setzt bei mir eben etwas früh ein. Okay, darüber sollte man sich eigentlich lustig machen. So, okay. Ich check's jetzt trotzdem nochmal ab. So, okay. Ja, ja. Und da oben war, glaube ich, der Herr Doktor. Mit dem können wir handeln. Der hat doch ein bisschen, bestimmt ein bisschen Medizin für uns. Oh, und sogar was zu rauchen. Ey, der hat da... Möchten Sie dem Krankenhaus etwas spenden? Nein, möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe selber viel zu wenig. Okay, lass mal gut sein. Wir schauen uns erst mal ein bisschen um. Wenn Sie kein Interesse daran haben, uns zu helfen, wieso stören Sie mich dann? Falls Sie Medikamente tauschen möchten, sollten Sie mit dem Doktor reden. Sie sehen nicht so aus, als bräuchten Sie meine Hilfe. Ach so. Wenn ich krank wäre, könnte ich hierher gehen. Oh, das heißt, wenn die Sveta vielleicht kränker wird, könnten wir theoretisch einfach hierher kommen. Mist. Da hätte ich mir vielleicht die ein oder andere Bandage sparen können. In der Vergangenheit. So, wir brechen hier jetzt mal das auf. Ich hoffe, das stört keinen. Aber ich glaube, dann rauben wir sie aus. Okay, wir lassen das jetzt mal gut sein. Nicht rennen, nicht rennen, ganz ruhig. So, da können wir noch ein bisschen nachschauen. Kinderabteilung. Okay, Zucker. Hey, du da. Mach keinen Unsinn, okay? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich darf das. Zumindestens glaube ich das. So, wir werden jetzt aber auf jeden Fall nochmal kurz zum Doktor runter.
Leg dich nicht mit mir an. Ist ja gut. Wir sind ganz friedlich. Wir gehen nochmal zum Doktor und schauen, ob wir... Oh. Ob wir was handeln können. Damit wir da den Schnaps vielleicht loswerden. Und sei es nur zum Desinfizieren. Guten Tag. So, natürlich willst du Schnaps. Sie könnten etwas zum Tauschen auswählen. Oder dem Krankenhaus einfach helfen. Nein. Ich muss auch von irgendwas leben. So leid mir das jetzt tut. Wir nehmen noch ein paar Bestandteile mit. Okay, mehr will er nicht hergeben. Also ich muss zugeben, woanders würde ich dafür mehr bekommen. Aber wer weiß, vielleicht bringt uns das in der Zukunft ja etwas ein. So, handeln. Was haben wir denn jetzt in unserem Rucksack? Okay, wir können unser Sägeblatt, hätten wir noch. Aber das können wir jetzt eigentlich nirgendwo einsetzen. Ach, da können wir noch weiter. Und da gibt es was zum Untersuchen, eine Notiz. So, ganz locker. Wow, der sieht ja furchteinflößend aus. Vorsicht, Kleine, ich behalte dich im Auge. Ein Auszug des Schadensberichts nach einer der Bombardierungen. Allgemeinchirurgie, 32 Patienten, 3 Tote, 12 Verletzte. Neurologie, 13 Patienten, 0 Tote, 2 Verletzte. Kinderabteilung, 4... Was... 34 Patienten, 32 Tote, 2 Verletzte. Intensivstation, 55 Patienten, 9 Tote, 10 Verletzte. Okay, die Kinderabteilung hat es anscheinend am schlimmsten erwischt. Scheinbar hat es die... Ja, genau. Das war auch mein erster Gedanke. Übel. Okay, wo geht's denn hier noch hin? Du willst hier keinen Ärger machen, glaub mir das. Nö, ich will wirklich keinen Ärger machen. Was? Es ist ruhig. Ja, hallo, ist alles in Ordnung? Ich habe doch gar nichts gemacht. Es ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich will überhaupt keinen Stress. Und wir... Die letzte Bombardierung war die schlimmste. Es ist ein Wunder, dass wir immer noch arbeiten können. Okay. Ja, ist ja gut. Ey, die haben ja hier alle Probleme. Wir sind eigentlich voll. Okay, wir könnten noch ein paar Bestandteile mitnehmen. Gut. Und dann können wir eigentlich schon wieder zurückkehren. Okay, da gibt es keine Bestandteile. Irgendwo da gab es doch noch Bestandteile, meines Wissens nach. Jetzt schaue ich schon zum dritten Mal hier nach. Da, ich wusste es. Okay, gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir uns zurückziehen. Leg dich nicht in Bären. Ist ja gut. Du schaust aber auch furchteinflößend aus. Ich muss diesen Ort schnellstens verlassen. Oh! Die Nacht schreitet schneller voran, als wir gedacht haben. Arika ist zurück. Tag 29. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Roman hat unser Nachbarn dabei geholfen, ihren Unterschlupf zu verstärken und ist nun wohlbehalten zurück. Und er hat eine Flasche Schnaps dabei. Ha, es hat sich also doch ausgezahlt. Damit sind wir mal wieder an der Stelle, wo wir wirklich behaupten können, Freundlichkeit zahlt sich aus. Und Arika war auch erfolgreich. Das Einzige, was mich gerade noch stört, ist, dass wir keine Kräutermedizin dabei haben, aber es wieder geht's gut. Okay. Hey, wunderbar. Und, oh, Freunde, ich sehe, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Hier haben wir alles eigentlich relativ gut überstanden, würde ich sagen. Und ich freue mich auf die nächste Folge auf jeden Fall. Und bis dahin, haltet euch fit. Und ciao, ciao.